Great Cave Offensive. Schön. Wir sind raus aus der Höhle. Ich würde sagen, wir können jetzt mal alle unsere Schätze vorlesen, immer abwechselnd. Fängt an. Gold Medal. Gold Coin. Whip. Crystal Ball. Lucky Cat. Serious Sword. Screwball. Ichigo Candy. Zebra Mask. Star Stone. Beast's Fang. Bandana. Springtime. Dumb. Glass Slippers. Goblet. Saucepan. Bros Knuckle. Ambaros. Fish Fossil. Beast Fossil. Nunchucks. Bucket. Summertime. 100 Dollar Coin. Ancient Gam. Falcon Punch Helmet. Dude. Truth Mirror. Star Tiara. Turtle Shell. Sword. Warrior Shield. It's me, Unicorn's Horn. Autumn Time. Rice Ball. Toots Bask. Mr. Saturn. Armor. Digitation. Ja. Treasure Box. Mannequin. Gold Crown. King's Cape. Model Ship. Sun Ring. Winter Time. Katana. Charm. Express Tree. Kong's Barrel. Ramia Scale. Shiny Bamboo. Tire. Spirit Charm. Pegasus Wing. Raccoon Doll. Shell Whistle. Orikai Kol. Platinum Ring. Das Tree Force. 60 von 60 Schätzen. 9.999.990 Gold. Ich würde sagen, die neuen denken wir uns einfach mal dazu. Das sind die neuen Leben. Ein genau, Leben, das, ein Gold. Stimmt, das sind neuen Leben. Richtig. Wow, Kirby ist reich. Jetzt kann er sich wieder ganz viel zu fressen kaufen. Aber ich frage mich mal, wo hat er das Ganze her? Wir haben keine Juwelen gefunden und sowas. Das hat er verscherbelt. Er hat sich davon Juwelen gekauft. So. Wir wollten eigentlich sagen, anfangen, aber ich mache erstmal kurz einen Schnitt. Genau, richtig. So. Bis gleich, bis zum nächsten Mal, je nachdem, wie lang die Folge war. Und da sind wir wieder zurück. Weiter zu Spring Breeze. Yay! Diesmal wirklich das erste Level. New Game. Nein. Nein. Wie ist gerade kurz hängen geblieben. Und das will uns trotzdem erklären. Warum auch nicht? Genau. So, nachdem wir eben schon eins der schwersten fertig gemacht haben, in 5 Folgen etwa, glaube ich, waren das. Yo. Machen wir jetzt das Einfachste. Ja. Eben mal schnell in wahrscheinlich einer Folge fertig. Hast du gefressen? Ja, Max haben. Au. So, das war das, was wir vorher so ein bisschen angetestet haben. Richtig. Um zu sehen, ob auch alles schön synchron ist. Das müssen wir jetzt eigentlich relativ gut. Ich krieg die Gegner nicht auf einmal down. Und irgendwie leckt das gerade zwischendurch mal ein bisschen. Geht bei mir eigentlich. Die Sternmusik leckt bei mir so. Einfach die ganze Zeit. Echt? Bam! Ich hab, glaube ich, gar keine Sterne. Wow, wie viel hab ich abgezogen? Wie viele Bomben schmeißt der? 3 auf einmal, meine ich immer, macht der. Okay. Den Greifangriff machst du, wenn du in der Nähe des Gegners angreifst. Bam! Okay. Dein Triple hat Doken, ne? Ich kann's besser. Okay. Wow! Überbär, der einfach mal angeflogen kommt. Oh, wir haben wieder nur 4 Leben. Ja, das ist ja wieder von Anfang, das ist jetzt eine neue. Okay. Neues Kapitel, sagen wir mal so. Und hier müssen wir keine Schätze einsammeln. Ganz genau, hier müssen wir einfach nur Bosse machen. Bam! Bam! Ich fang alle Ding ab. Irgendwie mache ich kaum Schaden, glaube ich. Ja, ich schon. Ach, wie Kirby sich freut. Das war Wispy Woods. Ging! Schnell! Jupp. Einer der billigsten Kirby-Gegner, die es gibt. Ja, war schon immer so. So, Float Islands.
Oh, wie dumm. So, weg damit. Ich möchte Fighter. Ich bewege mich nur noch schlagend voran. Bist du? Da bist du. Da. Bam. Damn. Hurricane Kick. Falcon Punch. Hurricanes Schlitzer. Nur ein falsches Spiel. Haha. Damn, einfach rüberschmeißen. Oh. Haha. Mm. So. Du hast das Leben geholt, ja, oder? Ich bin einfach irgendwie nur entlang geschwommen. Au. Ich bin Fighter. Da musst du sterben. Ich wollte noch. Ja, du schießt einen Hadoken aus deinem Kopf, wenn du mal genau schaust. So, Moment, komm mal her. Das erinnert mich so ein bisschen an. Yay! Wir sind unbesiegbar. Ja, wenn der reinkommt. Tot. Tot. So, jetzt gleich kommt der Atombombe. Lass mich die mal eben einsaugen. Jo. Weißt du, woran mich der Knackerjoe irgendwie erinnert? Woran? Plock. Wieso das denn? Ich weiß es nicht. Mach mal, das Ding wieder hin. Der auch irgendwie seine Fäuste wirft. So, jetzt zeig ich dir mal was ganz Schönes. Hallo, wie auch immer ihr heißt. Tschüss, wie auch immer ihr heißt. Okay, wir ziehen dieses Let's Play nicht wirklich in die Länge. Das kann man absolut nicht davon behaupten. Schön, wie die einfach mit einem Schlag tot sind, ne? Ich hab diese Bosse immer gehasst. Ja, so siehst du, wie man sie schneller machen kann. Mhm. In den anderen Kirby-Spielen meinst du dann? Ja, ja. Also, ich kam eigentlich fast nur. Ich habe nur zwei Kirby-Spiele bis jetzt gespielt. Eins für ein Gameboy, das ist schwarz-weiße noch. Mhm. Und das für Super Nintendo. Besser das für Super Nintendo. Oder, ne, irgendeins habe ich gespielt für Super. Was gibt's nicht mehr für Super Nintendo? Das weiß ich gerade nicht. Oder was fürs NES? So, ich bin ein Schwertkämpfer mit einem Schwert in der linken Hand, mit einer grünen Mütze. Wer könnte ich bloß sein? Hm. Ich denke, du bist Samus. Ganz genau, denn ich bin Samus Kong. Ganz genau, Samus Kong. Bam! Und ich rette gerne Prinzessinnen. Ne, Prinzen namens Apple. Namens Link. Au. Nee, das wäre ja keine, das ist ja keine Frucht. Ja, okay. Wieso, wie kommst du auf Frucht? Peach? Pfirsich? Sie hieß aber Zelda, nicht Peach. Du bist jetzt bei Mario. Ich weiß. Okay. Wir kreuzen ja alles kreuz und quer. Ah, okay. Hallo Mick. Ich brauch dich nicht. Hier, Schwert in Steintechnik. Schwert in Stein. Jetzt die neue. Schwert im Block. Ah! Was war das für ein Schrei eigentlich? Ah! Komm mal eben her, da unten ist eine Maxi-Tomate, wenn du runterspringst. Mhm. Moment. Ich möchte den Gegner da oben nicht wieder auslösen. Schade. Doch, gemacht. Okay, geh du ihn töten. Das ist deine Schuld, dass er da ist. Vielen Dank. Dann, obwohl wir gerade dabei sind, kann ich auch einen kleinen Geheimgang zeigen. Hier rein würde es zum Boss gehen. Okay. Hier. Da oben regnet das Monster runter. Und hier ist ein kleiner Geheimgang. Was ist da? Essen. Ganz viel. Und ein Leben. Ein Leben. Wenn wir das brauchen. Bitte schön. Und die Hammerfähigkeit ganz unten, wenn du die haben willst. Ja. Noch sind wir nicht unten. Da. Ich hab's ungefähr getimed. Ja. BTF. Wir lassen da gar nichts noch gemacht. Mörder. So, hier haben wir Cracko. Au. Oh. Der schießt Monster, jetzt schießt er mit Blitzen um sich. Da war es aber perfekt, aber außerhalb seines Angriffsradius. Oh, ich kann ihn nicht richtig angreifen. Dann schießt er gleich mit, na, mit Regen. Genau. Warm! Und zu seiner dritten Attacke sind wir gar nicht erst gekommen. Da würde er einfach mal durchs ganze Feld laufen und Blitze schießen. Von links nach rechts oder von rechts nach links. Da wäre ich wahrscheinlich gestorben.
Vielleicht. Und nun kommen wir zum letzten. Was? Letzte schon? Jupp, dann ist dieses Kapitel auch schon beendet. Steht doch, Last Stage, Mount Dedede. Dedede! Was mir gerade einfällt, wir haben ja gar nicht so die Geschichten hinter den ganzen erklärt. Ja, dann erklär. Also zum ersten bei Treasure Hunt, da ging es einfach nur darum, dass Kirby irgendwo wandern geht und dabei in ein Loch gefallen ist, was dann zugeschüttet wurde. Und dann hat er einfach nur einen Ausweg gesucht. So, hier ist Dedede, den machst du, während ich weiter erkläre. Okay. Hier, mach mal. Ich fliege währenddessen einfach rum. Also, ja, Kirby hat einfach nur versucht, da wieder zu entkommen. Hat währenddessen halt eine Menge Schätze gefunden. Ne? Gut, also Kirby versucht beim anderen zu entkommen und ist am Ende entkommen. In dem Ding ging es darum, dass King Dedede das ganze Essen geklaut hat und Kirby ist halt gegangen, um es zurückzuholen. Ja, und jetzt verliert er alles. Der gibt's ja den anderen Leuten wieder. Also allen Bewohnern des Dingens. Wir haben jetzt Geld ohne Ende, weil, ja, Treasure Hunt. So, jetzt haben wir auch noch ein Schloss, was wir uns einfach mal mitnehmen. Und Fressen ohne Ende. Und Essen, ja. So, ich sag mal, wer soll die Credits da unten lesen können? Ja. Ne? Irgendwelche. Ach, aber das lassen die natürlich ganz lange dran. Damit jeder weiß, das ist von Nintendo und Hell. Okay, Spring Breeze. Gut, was wir haben's. Ich frage mich, was für komische Hintergrunddinger sind das da? Was ist das links da? Das jetzt genau hinter der Sonne ist. Vor der Sonne. Was soll das gewesen sein? Ein arabisches Gebäude? Ich weiß nicht. Wieso regnet es da nur Mais runter? Oder Möhren? Oder Eis? Keine Ahnung, was das sein soll. Warum sind hier so viele Kirbys? Waddledees. Achso, das sind Waddledees, okay. Die fressen alles auf. Next! Okay. Dann machen wir das nächste weiter. Das ging schnell, ne? Ich würde sagen, machen wir zum Anfang mal das Gourmet-Race. Jo. Also ich. Hier geht es einfach nur darum, ja, schnell. Eben drei Stages zu machen. Wow, die Highscores sind ja krass. 99 Minuten, 99 Sekunden. Ja. Hier ist auf jeden Fall eine der schönsten Kirby-Musiken. So, es geht einfach nur darum, schnell fressen. Und zwar mehr als King Dedede. Bist du dann schneller, wenn du frisst? Nö. Aber? Nein! Penner! Mach mal auf, danke. Also das heißt, du musst eher ankommen und musst mehr gefressen haben als er. Genau. Schneller ans Ziel. Hätte Mate nicht bekommen. Ist das schon das zweite? Jo. Ist auch nicht gerade sehr lang. Nö, es geht eigentlich relativ fix. Ja. Hoppala, ich hänge geblieben. Yay. Yay, laufen. Boah, ja, lauf, Kirby. Der Magen von Kirby. Muss gigantisch sein. Richtig. Er ist ja dehnbar, aber. Na gut, der geht oben, dann gehe ich unten, ja. Schade. Shit, falscher Weg. Also nicht falscher Weg, aber. Umweg, nein, du überholst mich nicht. Ich bin schneller. Wow! Schon wieder war es so knapp. Normalerweise mache ich es nicht so knapp. Aber ich bleib jetzt oft hängen, weil der hier am Gamepad etwas langsamer reagiert. Wow. Zack, das wollte ich haben. Bist du schneller? Ich kann schneller hochfliegen. Ah, okay. Und dafür braucht ihr ihn eigentlich auch nur, um schneller hochzufliegen. Wow! So, schnell das Ding holen. So, runter. Und da lang. Wie kommt der eigentlich durch einen Block durch? Ich weiß nicht. Irgendwie. So, schnell. Flieg. Boah, wie dumm die ausschaut. Ja! Wow, mit wie viel Schwung ich da ins Wasser geflogen bin gerade eben, ne? Boah, etwas so. Schneller. Und hier. Und Kirby ist an sich doch recht schnell, wenn es um Essen geht. Oh ja, das auf jeden Fall. So, hier ist so eine Maxi-Tomate, die nehmen wir auch mit.